Hey, 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 halli, hallo Leute und willkommen zurück zu New Life. Ich bin ganz alleine und nicht wundern, ich bin noch etwas leicht erkältet und nach einem Stream gestern, der übrigens mega nice war, mir hat echt gefallen, ist meine Stimme ganz leicht angeschlagen, minimal, aber das kriegen wir hin und ja, ich würde einfach sagen, wir haben es gestern geschafft, diesen Tunnel hier fast komplett auszubauen. So wie ihr den jetzt seht, so in die Ferne haben wir den fast komplett ausgebaut. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch Stein. Den müssen wir uns jetzt nehmen. Und uns fehlt Holz. Nicht uns, sondern und uns. Da habe ich die Axt habe ich hier nicht drin. Das heißt, wir müssen uns erstmal eine Axt craften. Ich glaube, die haben wir noch das letzte Mal zerstört. Oder haben wir sie noch? Und ich bin mir auch nicht mehr sicher. Wir müssen kurz gucken. Ich werde diese Folge, ich weiß nicht, ich sag zwar manchmal, ich mache sie nicht so lange, dann wird sie trotzdem 15 Minuten lang. Was ich eigentlich jetzt nicht vorhabe, sie jetzt 15 Minuten lang zu gestalten, sondern nur ein bisschen, da ich nämlich heute noch ein bisschen was vorhabe, denn ich nehme das jetzt heute an dem Tag auf, wo es auch zu sehen ist, heute am Sonntag. Aber ich habe um 16 Uhr eine kleine Besprechung sozusagen mit ein paar Leuten aus dem Bauteam, die dann da sind, weil wir noch ein bisschen was besprechen wollen, weil wir für Craftup nämlich eine neue Lobby bauen. Komplett neu. Das heißt, wenn wir in die Beta gehen, wir sind ja in der Alpha, sind ja schon offen, aber wir machen noch keine Werbung für den Server, sodass es auch natürlich noch ohne Werbung keine Spieler. Und wenn wir dann in die Beta gehen, machen wir richtig Werbung, das heißt, da ist die Freebuild-Welt da, wir haben gleich eine neue Lobby, wir haben eine neue Wartelobby, wir haben alles neu, wir haben alles verbessert, Bugfixes und so weiter und so fort. Und ja, da sind wir gerade fleißig am Bauen. Und da habe ich gerade noch ein paar Ideen, die ich jetzt gerne mit den den Bauteamlern gerne besprechen würde. Und deswegen treffen wir uns da heute noch um 16 Uhr. Und da ja heute auch noch Valentinstag ist, meine Freundin ist gerade zur Zeit noch arbeiten. Ja, ich arbeite jetzt auch gerade. Ihr wisst ja, ich bin selbstständig. Ja. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, sie hat dieses Arbeiten und nachher, wenn sie wiederkommt von der Arbeit, fahren wir dann gleich weg und gehen erstmal ein bisschen schick essen. Und deswegen, so viel Zeit habe ich heute nicht mehr. Das heißt, wenn dieses Video hier hochgeladen ist, bin ich schon gar nicht mehr hier. Da bin ich wahrscheinlich schon auf dem Weg ins Restaurant, da diesmal das Video wirklich auf geplant sein wird und sich automatisch veröffentlichen wird. Da ich aber wirklich nicht die Zeit habe, das selber zu veröffentlichen. Das mache ich immer gerne, weil manchmal, ich vertraue diesem geplant nicht immer, weil ich habe es öfter mitbekommen bei Metos und so, dass er einfach nicht veröffentlicht hat und so. Ich meine, klar, bei mir hat es jetzt bisher immer geklappt, wenn ich es gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz sollte man da immer so vorsichtig sein. Oder beziehungsweise möchte ich da vorsichtig sein, weil ich jetzt auch sowieso ab nächster Woche das auch ändern möchte mit dem, wieder um 18 Uhr meine Videos pünktlich bringen und nicht irgendwie einen Tag aussetzen und bliblablub. Weil das fand ich persönlich auch ein bisschen doof und ich denke mal, ihr auch. Vor allem, ich möchte ja gerne Struktur drin haben. Und ja, ich meine, gut. Ich meine, wenn ich mit dem Webcoach und dem Cutter richtig zu tun habe, gut, wird YouTube irgendwann wirklich nicht mehr so viel von mir supportet, beziehungsweise ich kann nicht mehr täglich Videos machen. Aber so ist es ja noch nicht und also sollte ich diese Zeit auch noch ausnutzen und so viel machen, wie ich nur kann. Bevor das wirklich so ist, dass ich gar nichts mehr kann, weil ich vielleicht zu viele Aufträge bekomme. Es kann sein, muss nicht und ja, aber wie gesagt, man muss ja nicht übertreiben. Warte mal, wir hatten doch so viele Lava-Eimer. Wo habe ich die denn hingetan? Ich bin echt, ohne Witz, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Aber ich hätte gerne noch Lava-Eimer. Komm schon, warte mal. Ja, wo müssen noch die Lava-Eimer? Hier sind zwei Eimer. Hier ist auch noch, ja, das waren noch drei Stück, genau. So. Warte, dann holen wir nochmal hier drei Lava-Eimer. Wie viele Dinge haben wir denn? Drei. Zweieinhalb. Wieso habe ich einen halben mitgenommen? Egal. Egal. Ach ja, hier. Hier, der Tunnel von außen. Von außen sieht er einfach so eckig aus und von innen ist er einfach schön 3D. So. Super. Jetzt renne ich hier wieder. Das mache ich aber jedes Mal, ne? Ich renne immer falsch runter.
wo ich hier runter muss. Das mache ich aber jedes Mal, weil mittlerweile ist der Tunnel ja hier, jetzt geht das nicht mehr. Das sieht cool aus. Jetzt müssen wir nur noch irgendwann mal, müssen wir das mal machen, dass wir, damit die mit mal wieder rüber kann, weil auf der anderen Seite ist ja auch noch ein Tunnel, also noch Höhle, damit man hier auch wieder weiter kann. So. Weil ganz dicht machen wollen wir es ja nicht. Seit wann fehlt hier bitte Oberfläche? Hallo? Nee. Und vor allem, ich kann mal hier eine Fackel setzen, damit hier oben keine Viecher spawnen. So. Aber dass hier oben welche fehlt, finde ich natürlich jetzt sehr kurios. Ich bin der Meinung, die habe ich zugemacht. Egal, machen wir das jetzt gleich. Das ist mir aber noch nie aufgefallen. Warum fehlen jetzt hier bei den ersten beiden und hier... Okay. Nee, ohne Witz, ist mir noch nie aufgefallen, dass ich die vergessen habe zu machen. Läuft. Vielleicht soll ich mal, ich guck mal die Folgen durch. Nicht, dass jemand geklaut hat. Man will ja nicht sagen so, yo, da hat jemand geklaut. Aber, wer weiß, oder das ist aber die Spawned. Kann ja auch sein. Das ist die Frage, Leute. Ihr könnt es ja, beziehungsweise machen wir es so, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Ihr habt ja sicherlich die Folgen geguckt, also schreibt mir in die Kommentare, ob ich das da gemacht habe oder sagt so, nee, Kalle, du warst aber nur dämlich die ganze Zeit, du hast es nicht gemacht. So, hier oben noch den letzten. Blub, blub, blub. Und ja, ich würde sagen, hier haben wir das. Wir machen das mal hier ein bisschen kleiner. So, das zersäbeln wir auch. Das zersäbeln wir auch, genauso wie das hier. Dann packen wir das wieder nach oben. Dann haben wir jetzt hier noch Holz. Ist zwar nicht so viel, aber wir zersäbeln das auch noch. So, dann haben wir jetzt ein bisschen was. Auf jeden Fall, dass wir noch ein bisschen weiterbauen können. Ich denke mal, eventuell, wenn wir Glück haben, kommen wir da sogar noch bis zum Ende. So, jetzt pass auf, Leute. Warte. Bevor wir zum Ende gehen, mache ich das hier noch. Ich gucke gerade 8 Minuten. Ah, es werden sowieso wieder 15 Minuten. Also. Oh, ja, das ist doch immer so. Aber naja, ist ja nicht so schlimm. Die 15 Minuten kriege ich ja auch gut rausgerendert. Alles ist ja alles kein Thema. Vor allem während ich rede, kann ich ja weiter rendern, kann ich noch hochladen. So ist es ja nicht. Also genug Zeit an sich habe ich ja. Nur fürs Aufnehmen jetzt nicht. Naja, vielleicht schaffe ich es ja doch weniger. Vielleicht mache ich einfach so. Ja, tschüss. Puff, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, und jetzt haben wir hier noch die letzte Stelle. Und dann haben wir endlich auch wieder Dach drauf und... Ich bin mal echt der Meinung, ich hätte es schon getan. Ich habe hier schon Dach drauf gemacht. Bin ich ohne Witz der Meinung. Es ist ohne Flachs. Nein, das war falsch. Tiefer. So. Ich bin echt der Meinung, dass ich das schon gemacht hätte. So, jetzt seht ihr das hier. Guckt euch das an. Oh, da hinten scheint Licht. Aber ihr seht, wie hell das hier ist. Ne? Und ihr seht hier keine Fackel, weil die hier alle hier hinter sind. Das wisst ihr ja. Hier habe ich bestimmt eine vergessen, oder? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind jetzt richtig weit gekommen, pass auf. Und zwar, ich weiß ja nicht, wie das eine Mal war in der letzten July-Folge, weil waren wir, glaube ich, bis hier oder so. Und jetzt habe ich das alles so zwischenzeitlich in der Folge, in der July-Folge. Ah nee, die letzte war habe ich sogar noch gebaut hier. Das war noch ohne Metos, die ich einfach so aufgenommen habe. Ja, habe ich ein Stück gebaut und das habe ich jetzt noch im Livestream nebenbei, dann wieder immer hin und her und guckt euch das an auf jeden Fall hier, guckt euch an, wie weit ich gekommen bin. Hier hinten geht's runter, das heißt, wir merken, wir kommen langsam zum Ende und da hinten, boom, ist das Ende, guckt euch das an. Also so weit haben wir es auch nicht mehr, guckt euch das an, hier. Klar, also es ist noch wirklich ein Stück, wenn man es mal so sieht, es ist wirklich noch ein Megastück, aber... Von dem, was wir jetzt bisher zurückgelegt haben, ist das echt schon geil. Wir sehen schon das Ende, wir sehen schon geil. Und da hinten kommt dann der Bahnhof. Und das Schreckliche an dieser ganzen Geschichte ist, dass dieser Tunnel, ja, so lang wie der ist, vom Bahnhof in alle drei Richtungen das Doppelte bis Dreifache weitergeht. Überlegt euch das mal, was ich mir vorgenommen habe. Ich sitze in 3000 Folgen noch hier. So ein Scheiß, aber... Ja, ich hab da echt Bock zu. Ich bin ja auch manchmal am Überlegen gewesen, so, oh Junge, geh ich jetzt in Game Mode 1 und baller den Scheiß dahin? Aber nein, das ist keine Herausforderung. Und ich weiß, es ist zwar eintönig, aber ich werde sowieso das nächste Mal ein bisschen was anderes auch noch machen, weil jedes Mal, wenn ich aufnehme, hier diesen Tunnel weiterzubauen, ist halt auch nicht immer unbedingt das Wahre. Ich meine, klar, einige von euch, das gefällt ihnen das, aber wenn ich das jede Folge mache, dann ist das, glaube ich, ein bisschen langweilig. Also für mich auch, manchmal denke ich mir auch so, ja, da ist der nächste Block.
Da ist der nächste. Oh, ich habe noch keine Blöcke mehr. So, so, okay, ja. Ja, das ist so die Sache und habe ich auch selber nicht so Lust zu, deswegen. Aber ich meine, die Sache ist halt, ich muss diesen Tunnel bauen, um andere Sachen zu machen, weil diese Sachen jetzt bei uns im Dorf zu bauen, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil im Dorf, wisst ihr ja, ist es halt so, die FPS gehen sehr runter, weil alles so vollgestopft ist mit Häusern und vor allen Dingen, wir haben ja alles mit diesen Mods gebaut, das ist ja keine normale Blöcke. Das sind diese halben Blöcke und diese halben Blöcke lassen das auch... Was mache ich denn da für einen Scheiß? Lassen das ja auch laggen und so. Und ja, dementsprechend sind die FPS auch unten in dem Dorf. Und deswegen, ich wollte ja, wenn ich jetzt das Bahnhofsgebäude baue, diesen U-Bahnhof, dann geht von hier aus, es klingelt mein Handy. Ah, okay. Geht es jetzt von hier aus in den Bahnhof, gerade vorne. Und aus dem Bahnhof geht es gerade wieder raus, richtig weit. Hinten, wo, wisst ihr, wenn wir jetzt gerade zufahren würden mit dem Boot, weil über uns ist ja Wasser. Hier vor uns ist diese Insel mit diesen komischen großen Bäumen, Herbstbäumen oder so, was auch immer das sind. Und wenn man weiterfährt, dann hinter übers Meer kommt man noch dahin, wo wir waren, wo dieses Dorf gefunden haben mit dem Hopfen und wo wir auch, Dings... Ich weiß nicht, ob das die Wüste war. Wo wir doch auf jeden Fall alles gefunden haben. Die Wüste war ja weiter da, wo die Elefanten waren. Nee, aber wo wir doch alles gefunden haben, wisst ihr ja noch. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das war. Aber da waren wir doch da hinten auf dieser... Da, wo auch dieses riesige Feld war, wo ich die Gerste mal hergeholt habe. Da hinten möchte ich raus. Am besten auch... Am besten auch bei dem Dorf da hinten, weil das wäre halt richtig geil. Und da möchte ich mit Limes ja neue Häuser bauen. Und da und deswegen die Zugverbindung, damit zwischen die Verbindung zwischen mir, Limes, also Limes und mir und Metos und den anderen, also das alte Dorf, besteht halt die Verbindung. Und alle anderen beiden Richtungen, gut, in die eine Richtung bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was wir da machen wollten. Ich weiß auf jeden Fall, in die eine Richtung machen wir eine automatische Farm. Eine automatische Farm, ein automatisches Sortiersystem, das wollte ich und Audi noch machen. Und in die andere Richtung, ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich doch nur zwei Richtungen, mal schauen. Aber auch zwei Richtungen sind mega lang und mega viel und Junge, Junge, Junge. Also wie gesagt, ich habe mir echt was vorgenommen, aber das werde ich auch durchziehen. Ich werde auch immer mal Lyris noch hier zuholen, mit dem wollte ich sowieso mal aufnehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel heute, hätte ich jetzt keine Zeit gehabt noch zu gucken und zu fragen, eventuell noch zu warten. Deswegen habe ich jetzt ganz schnell aufgenommen, das war auch recht spontan, aber ich muss mal mit ihm wieder eine Live aufnehmen. Und ich bin auch mal gespannt, wann Metos wieder fit ist zum Aufnehmen, ob er jetzt die Woche, die jetzt kommt, also am Dienstag wieder fit ist zum Aufnehmen, das weiß ich nicht. Wenn ja, seht ihr natürlich am Mittwoch eine neue Folge New Life mit Metos. Wenn nicht, versuche ich das mit Limes aufzunehmen. Weil mit Limes muss ich auch mal wieder aufnehmen, auf jeden Fall. Da war er jetzt letztens im Skiurlaub. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, auf Instagram einfach mal bei Limes gucken. Da seht ihr, ich glaube, 1, 2, 3 Bilder hat er da gepostet. Bin mir auch nicht ganz sicher. Also, wie gesagt, nicht, dass ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle. Aber ein Bild auf jeden Fall. Und, ja. So. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt 14 Minuten, haben wir jetzt hier voll. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach die Folge, Leute. Denn ich muss ja noch ein bisschen was machen. Das wisst ihr ja. Und jetzt habe ich auch keine Dinger mehr. Okay, das passt auf jeden Fall. Aber was wir noch schnell machen können, während ich mich verabschiede, kann ich ja deshalb machen. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, was ich hier gemacht habe. Auch wenn ich jetzt nicht so viel gemacht habe. Aber dafür habe ich ja sehr viel erzählt, was eventuell manche Leute interessiert. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen nach oben geben. Ich bin jetzt weg, ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschaut.